Hi. Boah, mein Hals ist schon jetzt im Arsch. Ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zur zweiten und vermutlich letzten Folge der Pokémon Mystery Dungeon Retterteam DX Demo-Version. Die erste Folge war wirklich zu geil. Die Nostalgie ist richtig hochgekommen, es hat übel Spaß gemacht. Es gibt lauter neue Features, ich bin jetzt schon gespannt aufs echte Game. Und vor allem gab es solche Lachflashs. Das Programm hat mich beleidigt. Ich habe mir wieder gar nichts zu sagen. Die zufällig generierten Teamnamen Wunder, Wutzi und Brillis waren auch nur zwei, die sich zum Beispiel neben Flauschi und Glitzer eingereiht. Für diese Demo haben wir jetzt auch einfach mal Brillis genommen, weil, ja, an sich wir im Spiel, das heißt Günther, ein Vollriegel und alter bekannte, altbekannte Charakterin aus der Walrus-Edition. Fick dich, Sonne, ich bin Gamer, ich brauch dich nicht. Sekunde, Lel. Cool, der Rollladen ist kaputt. Müssen wir mit leben, der Rollladen ist kaputt. Und die altbekannte Eevee aus der Walross-Edition. Und wir sind hier im cool designten Haus. Zeichenstil. Richtig cool. Auch die Panels gefallen mir mega. Heute habe ich ein Glas Wasser neben mir stehen. Ich nehme das halt direkt nach der ersten Folge auf, wie man sich vielleicht denken kann. Alles unverändert. Ich sehe immer noch wie ein Feuerriegel aus. Aber warum wurde ich zu einem Pokémon? Ich verstehe das nicht. Ah ja, dieses Pokémon. Ich glaube, es hieß Eevee, oder? Super nett, erstmal, wie hieß es nochmal? Wir hatten beschlossen, gemeinsam Retterteam zu bilden. Was Eevee wohl gerade macht? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, sie steht vor der Haustür. Ich sollte mal rausgehen und nachschauen. Auch dieses Haus, sau cool. Die neuen Features waren teilweise echt überraschend bisher, muss ich sagen. Sowas wie automatisch laufen, was man machen kann. Ich verstehe manche Sachen noch nicht so ganz, zum Beispiel, warum auf A sowas... Aha. Warum auf A irgendwie ganz komisch dann immer Glut ist, obwohl irgendwie nichts besonders eingeloggt ist. Ach was, diesmal sieht man so... Oder? Ah nee, warte, das war im Original auch so, da war der Paten. Ich dachte irgendwie, er schläft hier jetzt normal vor der Haustür. Sorry, ich war so aufgeregt, dass ich hier seit Sonnenaufgang auf dich gewartet habe und da muss ich wohl irgendwie eingeschlafen sein. Aber egal, heute ist unser erster Tag als Retterteam. Geben wir unser Bestes. Erschreckend hier. Also, wenn wir so weitermachen, das kriege ich sogar hin. Gut. Wir setzen uns jetzt alle hin. Sind wir schon auf 10 Minuten? Nee, immer noch nicht auf 10 Minuten. Schade, so kommen wir nicht auf 10 Minuten. Da muss ich wohl was anderes machen. Zum Beispiel mal gucken, ob der Rollladen hier runtergeht. Ja, ich hoffe, das hilft zumindest ein bisschen. Ist leider jetzt nicht der große, sondern nur ein kleiner Rollladen, aber... Wobei, wir haben ja noch gar keine Aufträge. Ich hab's. Vielleicht finden wir ja was im Briefkasten, Digga. Der Briefkasten quillt über. Aber da ist sicher nichts drin. Eevee, schau rein. Ein Retterteam-Starter-Set. Wusste ich's doch. Das ist ein Retterteam-Starter-Set. Das bekommen alle, die ein Retterteam gründen. Darin befindet sich ein Retterorden und eine Sammelbox und eine Ausgabe der Pokémon-Zeitung. Klasse, da haben wir ein paar wirklich nützliche Sachen bekommen. Hier hätten wir zunächst den Retterorden, der beweist, dass wir ein Retterteam sind. Das ist eine Sammelbox, da können wir Items reintun.
tun wir auch Magierern, die es nett bei uns gegeben hat. Items sind äußerst nützlich, wir sollten auf Abenteuern also immer welche dabei haben. Ah ja, und hier haben wir eine Ausgabe der Pokémon-Zeitung. Da sind viele nützliche Infos für Retterteams drin. Ich lege die Pokémon-Zeitung zurück in den Briefkasten. Lass uns später mal reinlesen. Mal sehen, gibt's sonst noch Post? Haben wir nichts übersehen? Ja, jetzt ist er leer. Schade, sonst nix. Ich habe eigentlich was bei DHL bestellt. Aber stimmt, das ist erst 3 Monate her. Wenn jemand unsere Hilfe brauchen würde, hätten wir einen Rettungsauftrag erhalten. Ich vermute, es weiß noch keiner von uns. Wir fangen ja gerade erst an. Ah! Oh, was kann das wohl sein? Moin, Pilleball, der Ehrenmann. Er klunkt in den Briefkasten. Aha, jetzt darf ich sogar reingucken. Vielleicht ist das ja... Günther, sieh doch mal im Briefkasten nach. Warum machst du das nicht? Kann man auch hier hinter der Basis langlaufen? Das sah kurz aus wie ein Secret-Weg. Aha, es ist alles so cool. Günther, guck in den Briefkasten. Okay. Vielleicht ist ja ein Rettungsauftrag. Was steht drin? Günther liest den Brief. Finanzamt. Ich meine... Biep, biep, Graupi hat mir von euch erzählt. Bitte, wir brauchen eure Hilfe. Ein paar Magnetilo stecken in Schwierigkeiten. Eine seltsame elektromagnetische Welle floss durch den Dungeon. Sie bewegte, dass sich 2 Magnetilo miteinander verbanden. Doch das genügt nicht, um ein Magneton zu bilden. So ist es unvollständig. Bitte helft uns. Biep, biep. Ein Freund der Magnetilo. Was meinst du, sollen wir es versuchen? Warum nicht? Das ist die richtige Einstellung. Geben wir unser Bestes. Ich habe keine Ahnung, wie lang die Demo noch genau geht. Was ich eben weiß, ist, dass die meist... Oh, diese Overworld. Also diese Map. Das sieht sau cool aus. Ist das nicht Ampere-Ebenen-Musik? Das ist doch am... Bin ich gerade dumm? Klang die Donnerhallhöhle schon immer so? Also ich bin alle... Irgendwie alle Tracks, die so klingen, sage ich, ist Ampere-Ebene, aber... Kann gut sein, dass es nicht ist, aber wenn ja... Oder seid ihr ja... Unsere Freunde sind in dieser Höhle. Sie müssten auf Ebene U6 sein. Helft ihnen bitte. Beep. Ja, mach mal. Und damit auf in den 2. Dungeon. Donnerhallhöhle. U1. Neige L in eine Richtung, während du B gedrückt hältst, um zu sprinten. Ein Apfel. So, die Glut ballert immer noch. Jetzt nutzen wir auch mal hier sowas. Einfach automatisch laufen. Ein gegnerisches Voltoball. Ich sollte vorsichtig sein. Okay, sowas wie Attacken aufleveln gibt's wohl nicht mehr. Also, ich verstehe das schon, dass es sowas nicht gibt. Gab's ja ursprünglich nicht. Ich find's schon an sich cool, dass wir überhaupt so Bänder haben wie in Super Mystery Dungeon. Ich hab das übel gemocht und hab null damit gerechnet, dass es hier reinkommt. Ich hoffe ja, es wäre so geil, wenn sie auch kleine Story-Änderungen vorgenommen hätten. Vor allem, er sagt, ein Radfratz, wir müssen vorsichtig sein. Ach was, es gibt einen Standard-A-Angriff. Aber der klappt nicht, weil A irgendwie bei mir Glut ist und das eine Reichweite von 2 hat. Ja, mir ist schon klar, wie das funkt. Hier trete ich in die Fresse. Ich kann ja wieder automatisch laufen. Halte R gedrückt und ja, diagonal kann man auch laufen. Hui! Ein gegnerisches Radfratz, lass es anzünden. Hä, jetzt hat's Doppelkick. Ach so! Ich glaube, das benutzt immer die Attacke, die für die Situation am besten ist, automatisch. Ja, man kann es gerne so verlieren. Das sind Wunderfelder. Das Design finde ich cool. Ja, das benutzt auf A immer. Okay, das ist so. Alles klar, warum habe ich jetzt 2-mal angegriffen? Das ist so ein Noob-Bonus. Man kann mit A automatisch die sinnvollste Attacke für die Situation. Kann man das irgendwie ausschalten? Fände ich schön.
Highlight ist automatisch Priorität. Wirkt irgendwie nicht so. Attackeneinstellung. Wenn ich irgendwie Attacken ein aus habe und jetzt habe ich das. Oh Gott, das sind drei Gegner. Ja, so kann ich das machen. Wenn ich alle hier einfach. Das ist gut zu wissen. Also wer das nicht mag mit diesem Loop-Bonus, einfach alle Attacken deaktivieren. Irgendwie gibt es anscheinend hier so einen Bonus, dass man einfach zweimal angreifen kann, wenn man lucky ist. Eevee mit dem Ruckzucki ballert. Einfach alle Attacken deaktivieren, dann macht es das nicht automatisch. Drücke Plus, um den Anführer zu wechseln. Mit Minus geht's zur Anleitung. Ah, man kann jetzt schon Anführer wechseln. Gut zu wissen, das ging früher gefühlt nicht. Ach, schieben geht auch, schieben geht auch. Ich bin mir auch sehr sicher, muss ich sagen, dass es später noch Sifale wie in Super Mystery Dungeon geben wird. Alleine durch den Fakt, das ist die Mega-Entwicklung, die man bereits aus dem Trailer weiß, gibt. Komm, beide ruckzuck, gib Ivi, hauen wir ihn auf die Fresse. Alle machen Ruckzuckieb! Jawohl. Ah, es ist schon cool. Es ist wirklich halt einfach Mystery Dungeon Team Rot-Blau, was ich ja eigentlich nicht so mochte. Einfach mit Verbesserungen. Oh, das gefällt mir, das Design. Alter, das gefällt mir. Rauchwolke. Was mit Fassade? Hä, was ist denn das für ein Schwachsinn? Die Attacke ist stärker, wenn der Anwender vom... Ah, nee, Anwender. Ich dachte, das wäre, wenn der Gegner betroffen ist, aber trotzdem nein. Ich hätte mir gedacht, wenn der Gegner von Brand betroffen ist, macht es normal bei einem anderen Status-Attacken mehr. Und das auf einem Feuer-Pokémon. Naja, eine Ebene noch. Das wäre halt wirklich irgendwie dumm gewesen. Ich guck mal, nein, falsch. Das ist mein... Ich guck mal, wie es aussehen würde, wenn wir die Dungeon-Karte auf groß einstellen. Okay, wirklich groß. Ich werde das wieder ausmachen. Das ist gut, das weiß ich dann alles schon fürs Original-Let's Play. Wo gehen wir lang? Super. Ein gegnerisches Radfratz. Oh mein Gott, es ist so übermächtig. Ach was, die Attacken können doch aufsteigen. Das habe ich irgendwie die Anzeige verpennt. Eevee kriegt auch ein Level, jawohl. Ja. Mounter. Ich muss das halt echt alles noch erkunden. Ja, da ist die Anzeige. Ja, die ist auch hier. Wie konnte ich die übersehen? Ey, es ist so cool. Es ist so cool. Es ist halt wirklich einfach wie Super Mystery Dungeon, bloß halt Team Rot-Blau. Oder sind sie ja? Bringen wir sie hier raus. Und mit richtig geilem Artstyle. Günther hat alle Aufträge erfolgreich abgeschlossen. Unsere Körper sind wieder getrennt. Bip, bip, hurra. 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 Ihr seid meine Helden. Einen großen Apfel, eine Sinelbeere. Oh, Geld! Ich bin Influencer, ich brauche Geld. Geld, wo ist das Geld?
Ich bin heilfroh, dass die Rettung heute gut verlaufen ist. Da war unser erster Auftrag als Retterteam. Ich muss zugeben, ich war ziemlich nervös. Jetzt bin ich total kaputt. Am besten gehe ich heim und hau mich aufs Ohr. Lass uns morgen wieder Gutes tun. Bis dann. Wo genau wohnst du, Ivy? Wo wohnst du überhaupt? Oh, kommt schon der erste Traum? Moin, hier sind wir wieder. Wo bin ich? Ist das etwa ein Traum? Hä, da ist jemand. Wer mag das bloß sein? Jemand, den ich kenne? Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, im Original hat man schon gesehen, wer das ist. Hier nicht. Ich glaube, ich hatte einen merkwürdigen Traum, aber ich kann mich nicht erinnern. Egal, auf zu neuen Rettungstaten. Ich glaube, nach der nächsten Mission endet die Demo, kann ich mir zumindest vorstellen. Wo ist denn Ivy? Ach, kommt jetzt schon die SAFCON-Mission? Günther schaut in den Briefkasten, aber kein Auftrag. Guten Morgen, Günther, du bist auch früh auf dem Bein. Ach, ich sehe, du hast bereits im Briefkasten geguckt. Alter, das Bild! Und, was Interessantes? Neue Rettungsaufträge? Was, keine Aufträge? Naja, war aber irgendwie auch nicht anders zu erwarten. Schließlich haben wir gerade erst ein... Ah, nein. Gehen wir zum Pokémon-Platz. Schauen wir bei... Ja, Pokémon-Platz dürfen wir noch erkunden. Dies ist der Pokémon-Platz. Alter! Diese Gönnung! Das ist der Kecklion-Laden. Hier kannst du Items kaufen und verkaufen. Servus, Diggi! Kaufen! Wow, hier stehen sogar legit Häuser! Das ist die Snobili-Card-Bank. Hier kannst du dein Geld einzahlen. Den braucht keiner. Also, an sich, sein Feature ist cool mit Link-Attacken, aber... Ja, die kann man gleichzeitig einsetzen. Aber scheiße ist er trotzdem. Den Laden hier werden wir sowieso 78 mal besuchen. Außer du machst gar nicht mit im richtigen Let's Play, sondern dieser Samen. Hier lagerst du deine ganze Scheiße. Da vorne haben wir noch das Dojo, aber da kriegen wir auf die Fresse. Na, was sagst du? Findet man jede Menge nützlicher Läden, was? Da hinten ist noch die Pille per Post. Folg einfach dem Weg, um hinzukommen. Ich glaube, wir können uns da Infos zu Rettungsaufträgen holen. Also wollen wir zuerst dahin gehen? Nein. Wenn du nicht weiter weißt, sprich mit dem Partner. Das heißt, Ivy kann mir sagen, ich muss zur Pilipa-Post. Ich guck mich erstmal hier um. Willkommen im Lager. Aha, 32 Plätze hat man. Hier. Mehrere auswählen. Okay, das geht so genauso. Die würde ich gerne beide weglegen. Ach, was? Etta und nicht Elixier? Gibt's in dem Spiel ernsthaft Etta? So, Erklärung brauche ich nicht. Auch diese Musik, einfach so ein cooler Remix. Boah, auf die Soundtracks freue ich mich auch. Vor kurzer Zeit gab es einen schlimmen Waldbrand, ganz fürchterlich. Zum Glück konnten Turtok und Impagato das Feuer schnell löschen. Aber wenn sie nur etwas später gekommen wären, hätte das übel geendet. Oh weh. Keine Ahnung wieso, aber in letzter Zeit gab es sehr viele Naturkatastrophen. Aus Angst sind viele Pokémon wütend und aggressiv geworden. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Was ist hier für ein Haus? Brauch mich nicht jucken, danke dafür. Herzlich willkommen beim Kecklion-Laden. Kauf mein Merch. Georock-Brock, Vital-Orb, Etta-Apfel. Aha, das Bild. Das ist cool. Zustand Vitalität. Ja, was bringt das? Ich lass mal sein gerade. Mein Geld lege ich auch noch weg, moin. Bitte? Oh, die Pilipa-Post? Das weiß ich, wo die ist. Gib mir dein Geld. So, hier, nimm alles. Ich werde gut drauf aufpassen. Mein heutiges Treuegeschenk. Ernsthaft? Ich bekomme ein Item dafür? Hier oben ist der Belsa-Weiher. Sieht auch so geil aus. Mann, dieses Spiel. Ich hörte, es haben sich eine die Erdrisse aufgetan, die alle in Gefahr bringt. Ich mache mir wirklich große Sorgen. Was nur, wenn Kinder in solche Spalten fallen?
Frag doch Raupi. Auch das Wasser. Alter, ich bin zu gehypt. Ey, morgen gehe ich zum nächsten GameStop und bestell das Spiel vor. Das war schon gestern geplant. Ich hoffe nur, ich kann dann wirklich am Release Day, ja. Ich hoffe, ich kann dann wirklich am Release Day schon die erste Folge bringen, aber an dem Tag habe ich langen Unterricht, deswegen kann ich es nicht versichern. Das Gebäude da ist die Pilippa Post. Die sieht aus wie ein Pilippa. Und da fliegen Pilippa. Hier werden Infos von Pokémon gesammelt, die irgendwo unsere Hilfe benötigen. Siehst du das Infobrett da? Dort werden Rettungsaufträge ausgehängt. Wollen wir es uns mal ansehen? Können wir. Infobrett. Donnerhallhöhle gibt's dreimal. Was ist ein Intensivticket? Und der Rang F. Früher gab es 1 Stern, 2 Sterne, 3 Sterne, 4 Sterne, 5 Sterne und teilweise noch mehr. Na, hast du die Aufträge angesehen? Du musst einfach nur einen Auftrag annehmen und in den Dungeon gehen. Folg einfach dem Pfad von der Basis nach Süden. Ja, will ich machen. Als blutige Anfänger sollten wir uns die Aufträge am Infobrett schnappen. So machen wir uns einen Namen und dann flattern uns die Aufträge in den Briefkasten. Dann werden wir Fame. Ah, warte, stimmt, ich sollte vielleicht... Alter, es sieht so cool aus. Es ist einfach zu cool. Ja, die sind wirklich... Man muss wirklich nur einmal klicken, um sie anzunehmen und sie nicht vom Brett nehmen wie früher und dann nochmal auf Annehmen drücken. Mann, es ist zu cool. Zum Dungeon geht's da lang... Die hat eine schwere Stimme für mich, weil die immer so schnell ist. Da verlabere ich mich oft. Das war auch bei der Walrus-Edition schon relativ kompliziert. Lass uns einen Auftrag annehmen und dann nix wie los, um Pokémon zu helfen. Also da kann ich mich gut und gern mal verlabern, weil das ist wirklich ziemlich schnell. Alter, diese Riesenkarte. Das sieht so cool aus. Viele haben ja auch gehofft, dass man, habe ich gestern zumindest schon gehört, dass man vielleicht auch später zu anderen Kontinenten reisen kann. Vielleicht auch zu welchen, die es in Super Mystery Dungeon schon gab. Was mich nur wundert ist, ich sage jetzt mal nichts Genaues dazu, falls irgendwer das Spiel nicht kennt, aber man sieht einfach schon den Final-Dungeon. Und wieder die Donnerhallhöhle. Dieses Mal müssen wir aber nur bis Ebene 4. Ah ja, wir sollen Wampel eskortieren, Hilfe. Oh, Geld! Digga, das war... Das ist halt krass, wie diese Autofunktion echt ich ist. Ich glaube, die Autofunktion... Okay. War zwar ein bisschen seltsam. Ich übernehme das Waffen aber lieber selber. Ja, die Protokolle. Hier ist schon Minun. Minun wird nicht angezeigt. Sehe ich das richtig? Ich bin da noch ein bisschen gerade, weil auf dem 3DS war das immer der Knopf. Hier ist eine Beere. An sich ist hier zwar schon die Treppe, aber wir müssen ja noch Minun finden. Muss ja eigentlich irgendwo hier sein. Ich finde es wirklich interessant, dass man die Gegner jetzt von... Das wird dauern, bis ich das lerne. Dass man die Gegner jetzt überall sehen kann. Ja, Minun ist überglücklich, weil ich war... Auch cool. Die ganzen Animationen, mir gefällt's. Vielen Dank. Eine mysteriöse Kraft durchdringt Minun und Wampel. Wampel und das andere Pokémon, dessen Namen wir nicht nennen. Nein, will ich nicht. Man muss nur einmal auswählen. Jesus Christus, danke. Danke. 10 von 10er Wertung. Man muss nicht zweimal sagen, ich will weiterlaufen. Hi, Wampel. Habe ich dich gerade erst irgendwie... zu einem Kumpel gebracht.
Ich dachte, ihr seid nach Hause gegangen. Warum seid ihr... Warum bist du hier? Und doch, dieser hellgrüne Punkt ist es. Yay, Wampel! Danke, komm später zur Post. Wampel hat den Dungeon verlassen. Einfach nur einmal B drücken. Oh, Jesus, ist das entspannt. Ich bin Ich bin über die kleinste Scheiße gehypt, aber es ist einfach so geil. Ich will das Let's Play heute beginnen. Ich meine, es ist sauschnell. Das gerade mal 2 Monate. Weniger als 2 Monate nach Ankündigung bereits das Spiel kommt. Aber ich will's früher! Ivy kriegt eine Schelle. Diese Texte sind auch ganz cool, diese kleinen, die immer sagen. Alter, ich feier's einfach so sehr. Ich rechne damit, dass das jetzt der letzte Auftrag für die Demo-Version war, den wir machen können. Wir können's ja mal gucken. Jetzt verlassen wir den Dungeon. Auch nicht nochmal extra Nachfrage. Danke! Ich wusste gar nicht, dass sie das können. Ja, jetzt kriegen wir unsere Belohnungen, die mir aber nichts bringen werden. Und ich weiß eh nicht, was ein Intensivticket ist. Noch ein Wampel, gibt mir ein Top-Elixier. Und Pfiffchen gibt mir Grimmsam und Kraft-Bandana. Aha, haben sie umbenannt, super. Ich denke, das reicht für heute. Lass uns Feierabend machen. Bis morgen dann. Und? Was? Echt jetzt? Willst du mir echt sagen? Okay, dann muss ich das wann anders fertig aufnehmen, tatsächlich. Die Demo geht immer noch weiter. Echt jetzt? Damit habe ich nicht gerechnet, aber gut. Dann ihr... Euch werde ich das hinten dran schneiden. Ich mache jetzt erstmal Pause. Tschö. So, wir beginnen mal den restlichen Teil hier. Ich weiß inzwischen ein bisschen mehr. Zum Beispiel, dass wir keine Mission mehr vor uns haben. Nur noch einen kleinen Dialog. Und bevor es dann zur nächsten Mission aufgeht, können wir nicht weitermachen. Wir beginnen aber mal im Startmenü. Einerseits, da müsst ihr mir weiterhelfen. Wie viele Bosse gab es im originalen Team Rot und Blau? Hier sind 18 Fragezeichen. Ich weiß, es gab schon einige, aber waren es wirklich so viele? Da müsst ihr mir helfen. Speicherdaten löschen, fortsetzen. Die Freundesrettung gibt es wieder. Wunderpost. Ah, schade, ich dachte, es gibt vielleicht irgendwas. Ändere Namen. Und das war's ja auch schon. Damit machen wir jetzt kurz noch... Warum ist der nach unten gelaufen? Ich habe nichts gedrückt. Die Sonneneinstrahlung ist gerade noch schlimmer. Einen Moment. Mann, warum ist dieser Rollladen? Warum funkt der nicht? Der wird nichts ändern bei der Sonneneinstrahlung gerade. Ich hoffe, dass es mehr macht, als ich das Gefühl habe. Aber. Also, dass es gerade nicht so krass liegt, wenn das gerade eine Wolke gekommen ist. Guten Morgen, Günther. Lass uns auch heute wieder unser Bestes geben. Was passiert hier? Ein Loch hier und ein Loch da. Und hier auch eins. Aller guten Dinge sind 3. Gibt's was Schöneres als Tunnelgraben? Nanu, wo bin ich denn hier? Die Szene gibt's nicht im Original. Was geht denn hier vor sich? Oh, tut mir leid, ich bin dick da. Ich hab vor der Pilipper-Post vergnügt meine Tunnel gegraben und ehe ich mich versah, bin ich hier bei euch gelandet. Entschuldigung, dass ich euren Garten so verwüstet hab, das wollte ich nicht. Alles halb so wild, von Verwüstung würde ich hier ja noch nicht sprechen. Heißt es, ihr seid mir nicht böse? Ja, übertreib's halt nicht mit der Buddelei, sieht nicht jeder so locker wie wir. Korrigiere, wie du. Das
Das kostet. Wo der Tunnel schon mal da ist, kann ich ihn gern benutzen. Ach was! Shortcut zur Pilippa-Post? Ich werde meinen Tunnel auch wieder zuschütten, wenn ich dran denke. Also man sieht sich. Es gibt jetzt also einen Shortcut zur Pilippa-Post. Aber ich bin gerade irgendwie verwirrt. Das ist nicht die Szene, die ich erwartet habe. Nach Post sehen. Alles Bullshit. Übrigens weiß ich, wofür die Intensivtickets sind, nämlich fürs Dojo. Ja, es... Oder... Habe ich da falsche Informationen bekommen? Ja, Shortcut. Eigentlich Infobrett. Rette meine große Liebe, Alter. Klussel gönnt sich. Aber normalerweise, nach allem, was ich gehört habe, müssten wir jetzt eigentlich vor der Mission stehen, bei der wir Dick da retten müssen. Vor einem Panzer Eron. Und dürften nicht mehr die Möglichkeit haben, in Dungeons zu reisen. Der Name ist Dungeon Glitzer. Da gibt's viel mehr zu holen. Hä? Also dann waren das Falschinformationen, weil ich habe gehört, es gibt 3 Missionen, das heißt, nach den Story-Missionen hat man einen Tag, an dem man einfach hier normale Missionen macht und das war's dann auch. Und das hatten wir ja schon. Aber offensichtlich war es eine Falschinformation. Weil ich meine, wir machen gerade eine Mission, nicht? Hier ist Elekid. Also ich weiß, einige haben sich drüber aufgeregt, über dieses Feature, dass einem jetzt alles hier angezeigt wird. Jawohl, so bei hören wir. Hier dieser Geldboost, interessante Sache. Achso, Eevee kommt nur ein bisschen hinterher. So. Elekid ist glücklich, aber jetzt mal im Ernst, wir haben einfach einen Tag Mission mehr als irgendwie. Ich dachte, ich hätte auch von keinem gehört, dass es irgendwie. Okay, ich habe gehört, dass es bis zur Stelle geht, wo man Dick da retten muss. Das heißt, den Tag hier werden wir wohl noch haben, einfach so. Ja, das muss ich dann halt auch im Original noch lernen. So ziemlich direkt nach dieser Aufnahme gehe ich auch in die nächstgrößere Stadt, die einen GameStop hat, und bestelle das Spiel dann mal vor. Ich gönn mir. Sonnenkern befindet sich auch bei der Treppe. Das ist natürlich praktisch. Durch die verschiedenen Boni haben natürlich jetzt auch viele Angst, dass das wirklich wieder ein absolutes Noob-Spiel wird. Mal gucken. Mal gucken, wie es wird. Was schon confirmed ist, ist unter anderem, ich weiß gar nicht, ob ich das in der Folge gesagt hatte, meine Vermutung, dass es die Fahle gibt, weil es ja auch Mega-Entwicklung gibt. Das ist falsch, es gibt einen besonderen. Es gibt einfach einen besonderen Samen. Das war schwer. Es gibt einfach einen besonderen Samen für die Mega-Entwicklung. Und Shinies. Shinies gibt's auch. Wetten, das habe ich schon gesagt. So. Günther hat alle Aufträge in der Donnerhöhle erfolgreich abgeschlossen. Dafür kriege ich jetzt Bankohr. Ist der neu? Bringt irgendwie, dass ich mehr Geld bekomme? Helferorb sagt mir auch nichts. Oh Junge, gönn halt! Was ist mit dir? Ich denke, das reicht für heute. Lass uns Feierabend machen. Also bis morgen dann. Ja. Ja, jetzt kommt nochmal noch ein Traum. Dann kommt Dick Dri und macht Dick Auge. Und dann war es das mit der Demo. Träume ich etwa schon wieder? Ja, das hat Schlafen so an sich. Das ist wieder dieses Pokémon, das man aber nicht sieht in dieser Version. Das liegt nicht am Bild. Man sieht gar nichts.
Nanu versucht, da jemand mit mir zu sprechen. Ich kann ihn nicht verstehen. Ich nix brechen deine Sprache. Wer bist du? Alles wackelt auf einmal. Ist das ein Erdbeben? Oh nein, es wird schlimmer. Für einen Traum fühlt sich das aber ziemlich echt an. Könnte daran liegen, dass das ein echtes Erdbeben ist, oder? Nächster Morgen. Hallo, kannst du mich hören? Ey, du bist Günther, nicht wahr? Oh, kannst mich ja gar nicht sehen, wie unhöflich von mir. Schön, dich kennenzulernen, ich bin Dick Dri. Während des Erdbebens letzte Nacht geschah was Fürchterliches. Mein Sohn Dickter wurde angegriffen. Was, Dickter? Er wird an die Spitze von einem großen Berg entführt. Leider kann ich da nicht hin, das ist zu hoch für mich. Deswegen bitte ich dich um Hilfe, Günther. Dickter wurde von einem Pokémon namens Panzeron entführt. Da habe ich einen guten Typ mit Feuerriegel. Richtiger Gag, der Junge. Ich zähl auf dich. So, muss los, Brudi. Ja, das ging so schnell, ich konnte nicht mal Nein sagen. Andererseits lässt mich das Schicksal von Dick da auch nicht kalt. Bin ja ein Feuer-Pokémon. Na dann, auf Soos geht's los. Ach, Ivius. Guten Morgen, Günther. Was? Jemand hat dich gebeten, einen Rettungsauftrag zu übernehmen? So ist es. Mein Sohn Dickter wurde entführt. Er wurde auf den Gipfel vom Stahlberg gebracht. Bitte helft meinem Clean. Tschö. Er gönnt sich. Da fällt mein Dick. Das ist doch das Pokémon, das hier den Tunnel gegraben hat, ne? Und der Kleine soll entführt worden sein. Da müssen wir doch helfen. Hier endet die Demo-Version. In der Vollversion des Spiels kannst du dein Abenteuer fortsetzen. Im Ort kannst du dich noch frei bewegen. Und an sich war es das sonst mit der Demo-Version. Es gibt eigentlich nicht mehr was für uns zu tun. Ich denke, ich werde noch mal kurz beim Dojo vorbeigucken und gucken, was diese Orbs bringen. Abholen. Und zwar für Bankorb. Ermöglicht innerhalb... Ach was, innerhalb... Vor allem die Bilder finde ich cool. Bewirkt das ein anderes Retterteam für eine Ebene Hilfe eilt. Das ist interessant. Dann würde ich sagen, probieren wir uns noch einmal. Das hier ist das Makuhita-Dojo. Je härter du trainierst, desto stärker wirst du. Ach, es gibt Intensiv- und Probetraining. Ich habe schon gehört, das soll sehr anders sein hier. Oh, das ist dein erstes Intensivtraining, nicht wahr? Dieses Training kannst du absolvieren, indem du mir ein Intensivticket gibst. Je hochwertiger das Ticket, desto effektiver das Training. Also dann, da wähl mal aus. Ach, nur einer! Günther will ein Feuertraining? Dann nix wie los! Trainingsdauer 50 Sekunden? Was ist das? Das ist nicht dasselbe Dojo! Ja, willst du mich flachsen? Oh, Kacke. Ja, sag mir doch, dass du da bist. Was zur Hölle ist das? Das ist nicht das Makuhita-Dojo, das ich kenne. Ah, eine Debuff ist natürlich nicht schön für sowas. Alter, und dann die Genauigkeit. Wir fangen hier jetzt nicht an wie in Super Mystery Dungeon. Los, einer geht noch. Oder auch nicht. Ah, schade, ich konnte nicht mehr drücken. Okay. Levelaufstieg ist drin. Was? Drei Level? Junge, was? Junge, entspann dich. Ein Probetraining will ich noch mal probieren. Okay, doch nicht. Oder? Aber es gibt Belohnungen.
Goldband-Intensivtickets. Ich will auch noch mit Ivi ein Intensivtraining machen. Dafür brauche ich dann noch ein Ticket. Oh nein. Ich will aber kein Item benutzen. Das ist Verschwendung, du Haufen. Oh nein, mein Magen wird leer. Oh, ist lieber ein Apfel. Das ist so dumm, das werden wir auf jeden Fall nicht im Original machen. Wenn ich das mal für ein Item mache, dann skipp ich euch das. Aber okay, war nicht lang. Ja, jetzt bitte noch ein Intensivtraining für Ivi. Auf Soos geht's los, würde ich da mal behaupten. Oha, das sieht cool aus. Oh, falsche Attacke. Alt. Ach so, man hat ja die Karte, wo alles drauf ist. Okay, die habe ich noch bekommen, das war's dann aber. Oder zählt das ja? Plus 69. Digga, wir sind hier jetzt noch eine Viertelstunde drin, wirklich? Hat nur für 2 Level gereicht, aber hey. Dann gibt's Fragezeichen, weil der will sein Team auf 100 trainieren in der Demo. Mit der tollen Taktik, wenn man im Dungeon KO geht, dann muss man nochmal machen, verliert aber die Erfahrung nicht. Was ist denn hier? Nix von Relevanz. Dann würde ich sagen, war's das mit der Demo zu Pokémon Mystery Dungeon Retterteam DX. Ich hoffe, ihr seid auch schon gespannt, bis das Original-Let's Play losgeht. Dann nochmal ganz vom Anfang, aber auch mit diesem Team. Dickter scheint entführt worden zu sein, das arme Ding. Wir sollten gleich zum Stahlberg aufbrechen. Tja, bloß ein Problem gibt es dabei. Dickter wird hier nie gerettet. Somit war's das mit dieser Demo. Ich hoffe, ihr seid gespannt auf das Let's Play, auf das Original. Es wird hoffentlich am Release Day beginnen. Ich bin super gehypt. Es wird geil. Schaltet ein, lasst ein Abo da, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Bis dann und ciao. Und nicht vergessen, den Teamnamen ändern wir fürs Original Let's Play.